viel zu viel versprochen, die jungen Damen, die haben es ganz ordentlich, die haben richtig Pfeffer und solche, zu diesen vier Damen gibt es noch 8, 9 weitere, das sind dann die Crazy Angels in der Klosterformation und diese Gruppe hat sich sehr, sehr gut entwickelt, hat letztes Jahr in Renata eine wunderbare neue Choreografie gemacht und sie haben es geschafft, letztes Jahr das erste Mal international in ein Semifinale zu kommen und sie waren im Jahr 2017 auch österreichische Meister. Also ich glaube, allgemein einmal für die Crazy Angels einen tollen Applaus. Ja, und diese jungen Damen, die haben heuer ganz viel vor. Einerseits die österreichische Meisterschaft hier in St. Ruprecht, aber dann ein ganz, ganz großes Ziel. Das ist die Heimweltmeisterschaft in Graz, denn am 20. Oktober veranstalten wir die Weltmeisterschaft in Graz, in der Askehalle. Freuen wir uns schon sehr. Wir haben dort 3 Disziplinen, die WM für die Girls-Formationen, wir haben einen World Cup für die A-Klasse, also die weltbesten Rock'n'Roller kommen wieder nach Graz und wir haben noch ein besonderes Zucker, nämlich unsere besten Paare bei den Schülern und Junioren werden auch als Junior-Formation antreten und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, denn auch diese Weltmeisterschaft für die Juniorenformation haben wir zugesprochen bekommen. Also es erwartet uns ein ganz, ganz toller Event am 20. Oktober in Graz und da darf ich Sie heute schon alle sehr, sehr herzlich einladen. Wir gehen weiter in unserem Programm und jetzt kommt wirklich der große Nico. Nico Kreiter mit deiner Partnerin der Mara. Viel Spaß!